Hallo, grüß euch. Heute habe ich wieder ein neues Aquarellbild für euch und ich verwende halt ein paar Farbmischungen und zwar mit den Dämmerungsfarben von Van Gogh gemischt mit ein paar ganz normale Farben. Und ausgesucht habe ich mir jetzt Kobalt-Türkis mit dem Dämmerungsgrün, dann Queen Acridone Red mit dem Dämmerungspink, dann nochmal Dämmerungspink mit einem Cadmiumgelb und Ultramarinblau mit dem Dusk Dämmerungsgrün. Grün und da entstehen richtig tolle Farbmischungen. Die sind granulierend, die Farben, und ich habe mir außerdem noch ein paar Pastelltöne von White Nights mit dazu. Da. Ich weiß jetzt noch nicht genau, welche Farben ich hernehmen will. Das entscheide ich dann eher spontan. Genau, und ich fange jetzt einfach mal an und zeichne mir so ein paar Blumen vor und wie immer total locker und wirklich komplett aus der Fantasie. Also ich habe jetzt überhaupt keine Referenzbrille und überhaupt keine Idee, wie es ausschauen soll. Ich fange einfach mal an. Zum Vorzeichnen verwende ich einen wasserlöslichen Buntstift, also so einen Aquarellstift. Das ist einer von Derwent, aber da kennt ihr ja jeden anderen Stift auch hernehmen. Meistens ist ja immer das Gleiche. Wenn ihr meine Videos kennt, dann wisst ihr schon Bescheid. Ich mache das wie immer in Echtzeit, damit, wenn ihr Lust habt, damit ihr mitmachen könnt. Und wenn euch das zu langsam ist, dann könnt ihr da mit diesem Zahnradl diese YouTube-Einstellungen ändern und man kann es, glaube ich, doppelt so schnell einstellen. Hört sich bestimmt auch ganz lustig an. Das ist so eine bayerische Mickey Maus. Das muss ich direkt mal ausprobieren. Ich mache zwei Blumen, eine kleinere und eine größere, damit sie das so ein bisschen die Waage hält. Also man hat da nicht nur einen Fokus, sondern man kann so ein bisschen hin und her gucken. Genau, und ich starte jetzt einfach mit, na, tue ich nicht, jetzt ein bisschen so mit Grün, einfach so ein bisschen im Hintergrund. Das geht ja noch komplett verloren, also das ist jetzt kein so wichtiger Schritt. Und ich starte jetzt einfach, indem ich so von diesen Pastelltönen dieses Sandfarbene nehme und den Hintergrund erst so ein bisschen bemal. Genau, und dann verwende ich die Mischung mit dem Pink und dem Quinacridone Rot. Ich verwende nicht alle Farben. Ich habe das vorher auch noch nicht gewusst, was ich hernehmen will. Ihr seht jetzt nachher schon, welche ich verwende. Und ich mische mir später nochmal eine andere Farbe dazu, weil ich einfach ein bisschen mehr intensivere Farbe haben wollte. Die Kärtchen, die ich mir da übrigens gemacht habe, die man links noch ein bisschen sehen kann, die sind mit einem Stempelset gestempelt. Das ist das Swatch-It-Stempelset. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Ich benutze es jetzt nicht besonders oft, aber immer wenn ich halt neue Aquarellfarben habe, nehme ich es her. Oder wenn ich meinen Kasten neu zusammenstelle, dann finde ich es ganz praktisch. Und eben diese kleinen Kärtchen finde ich auch ganz gut. Da, ich habe mir jetzt da einfach diese Farben rausgesucht und ich wollte jetzt nicht bloß Ohrbeutel damit malen, sondern ein paar andere auch noch. Und dann war das ganz gut zu sehen, wie die Farben ausschauen. Und ja, und das sammle ich mir dann meistens zusammen. Dann tue ich das in so eine Box rein und kann mir das auch einfach mal wieder rausholen. Und vielleicht die Mischung nochmal nachmachen. Ich habe jetzt den Hintergrund angemalt und zwar mit so einem französischen Aquarellpinsel. Das ist ein recht saugfähiger, dicker, also der nimmt ganz viel Wasser und Farbe auf. Ist gerade für solche losen, lockeren Hintergründe ganz praktisch oder auch zum Beispiel für Himmel. Jetzt wälze ich mein Papier ein bisschen und deswegen klebe ich das ein bisschen fest. Kurz noch zum Papier. Ich habe das Canson XL Aquarellpapier hergenommen. Eigentlich mag ich das überhaupt nicht für Aquarellfarben und es taugt auch nichts. Ich weiß auch nicht, warum ich es hergenommen habe. Ich habe es einfach hergenommen. Ich ärgere mich im Nachhinein, weil das Beutel hätte auf dem anderen Papier mit Sicherheit nur wesentlich schöner ausgeschaut und vor allem hätte man diese granulierenden Farben da besser gesehen und das sieht man halt auf dem Papier eigentlich fast gar nicht, weil es einfach kein gescheites Aquarellpapier ist. Also mit das schlechteste Aquarellpapier, das es glaube ich gibt. Aber zum Stempeln ist echt gut. Genau, also ich darf jetzt das eigentlich nicht empfehlen. War jetzt doof, aber mei, ist halt so.
Ja, und ihr seht schon, ich verblende auch diese Blumen, die ich da gerade einmal wieder so ein bisschen in den Hintergrund, damit das alles locker ausschaut. Und es ist auch wichtig, wenn man ein bisschen eine Dimension will und eine Tiefe, dass man eben unscharfe Ebenen oder Bereiche hat und später im nächsten Schritt einfach immer schärfere und detailliertere Elemente einbringt. Das gibt halt einfach mehr Tiefe. Ich verwende jetzt die braune Mischung und da verwende ich nicht diesen Da Vinci Casanio, den ich vorher gerade für die roten Blumen hergenommen habe, sondern so einen vom Gerstecker, so einen Katzenzungenpinsel. Weil einfach dieser Da Vinci Casanio, den mag ich zwar total gern, aber der hat einfach keine Spitze, also die ist sehr rund und die eignet sich jetzt so für Blätter, wo man wirklich eine Spitze haben will, nicht besonders gut. Habe ich jetzt gesagt, dass ich diese Braunmischung hergenommen habe, das war gelb mit diesem Dämmerungspink. Während das Ganze nur nass ist, gehe ich jetzt mal mit so einem Aquarellstift einer. Das ist so ein, ja, so ein warmer Ockerton. Ich weiß jetzt nicht genau welcher. Und skizziere einfach die Blätter so ein bisschen nach, damit es einfach ein bisschen ja, eine Lebendigkeit kriegt und Texturen, wo man dann auch vielleicht nicht lässigt und dann ein bisschen länger auf den Beutel schaut, was man so alles findet. Und da verwende ich jetzt einfach nur einen wasserlöslichen Graphitstift. Ihr könnt einen ganz normalen Bleistift auch hernehmen, da geht es mir jetzt nicht um das Wasserlösliche. Das Ganze habe ich jetzt komplett trocknen lassen und jetzt verwende ich einen ganz einen feinen Pinsel. Das ist so ein Schlepper, der hat längere Borsten. Und weil der halt sehr fein ist und die längeren Borsten hat, kann er mehr Farbe aufnehmen als jetzt ein normaler dünner Pinsel. Und das finde ich ganz praktisch, weil man da nicht so oft einen Farbeider haben muss. Und ich mache jetzt einfach auch, wie mit einem Stift. Eigentlich zeichne mal ich solche Blätter. Erst zu dem Zeitpunkt merke ich eigentlich selber, dass das eher so Wildblumen wären, wie in so einer Wiesen drin. Das habe ich jetzt vorher nicht geplant, das habe ich echt einfach so spontan ist das halt entstanden. Ich möchte jetzt ein bisschen eine intensivere Farbe haben und deswegen habe ich mir jetzt noch eine andere Mischung gemacht. Und zwar habe ich da das Karminrot hergenommen, gemischt mit dem Dusk Pink und das ist ein bisschen intensiver. Ich habe aber nicht so viel Wasser dazu wie bei der anderen Mischung, um einfach durch diese dunklere Farbe auch ein bisschen mehr Tiefe zu erzeugen. Ich verwende die Farbe nachher auch noch.
für ein paar andere Blumen und für die Schatten bei den Blumen, die schon auf dem Pudel sind. Und da seht ihr, da gebe ich jetzt die Schatten eben einfach in die Blumen, die schon da sind. Das ist auch immer wichtig, dass man einfach mehrere Schichten macht, dass man Tiefen einmäut, Schatten einmäut und eben vielleicht auch vorher schon ein bisschen darauf achtet, dass man nicht alles mit Farbe zugleistert, dass man auf jeden Fall ein paar Highlights im Beutel hat. Weil das macht halt ein interessantes Beutel aus, wenn man einen hohen Kontrast hat, also zwischen hell und dunkel, dann eben auch dieser Kontrast zwischen scharf und unscharf. Und der Kontrast in den Farbtönen, der ist für mich meistens auch relativ wichtig. Ihr werdet es dann sehen, mir wird es zu eintönig und ich verwende dann schon noch was für die Blautöne, damit das einfach so ein bisschen lebendiger noch wird. Ich habe da jetzt nur das Pastellrosa hergenommen und damit mache ich so ein paar Punkte drauf, dann gibt es ein bisschen was zum Entdecken auf dem Beutel. Das Ganze habe ich nur mal trocknen lassen und jetzt kommt der nächste Layer drauf. Und ihr seht schon, ich mache jetzt nur mal dunklere Schatten, einfach damit das Ganze mehr Tiefe kriegt. Mit demselben Rot, das ist wieder diese Kaminrotmischung, mache ich außerdem nur ein paar kleinere Blümchen auf das Beutel.
Mit dem Rot mache ich außerdem nur ein paar Grashalme unten in den Bereich ein. Und da kommt jetzt dieses Blau zum Einsatz. Das ist die Mischung mit Ultramarin und dem Dämmerungsgrün. Und also für mich braucht es das. Mir ist das zu langweilig. Ich bin jemand, ich mag es eigentlich immer sehr, sehr bunt. Das ist sowieso total untypisch für mich, diese Farbkombi. Mir gefällt es total gut, aber ich brauche einfach so ein bisschen einen Kontrast auch bei den Farbtönen und nicht nur bei hell und dunkel, sondern das muss einfach ein bisschen, da braucht es auch so einen Gegenspieler. Mit dem Blau mache ich jetzt auch noch ein paar abstrakte Gebilde, sage ich jetzt mal aufs Brüll. Ich mache aber Kreise. Ich finde, das passt da einfach. Also das könnten Lichtreflexionen sein, wie auch immer. Das ist einfach nur ein bisschen, ja, das Ganze unterbrechen. Diese Blumengeschichte noch ein bisschen mit was anderem versetzen. Ich habe es jetzt nur mal trocknen lassen. Also das ist diesmal kein so Beutel gewesen, was ich jetzt so schnell hinklatsche. Ich meine, es ist an sich hat es nicht so lange gedauert, aber man muss halt einfach die Trocknungszeit mit einberechnen. Und ich habe auch manchmal so ein bisschen überlegt, was möchte ich denn eigentlich als nächstes machen, welche Farbe nehme ich denn her. Und da habe ich jetzt ein Gold und zwar ist das eine Acrylfarbe, so ein Liquid von Deco Art Media. Ist egal, da könnt ihr ja jedes Gold auch hernehmen, was ihr sonst habt. Ihr könnt so goldene Aquarellfarbe nehme, allerdings ist die transparenter wie Acrylfarbe, also die deckt da nicht so gut. Mit dem Gold mache ich noch ein paar Blätter aufs Pudel, genauso wie die anderen und so ein paar Halme. Ich finde, das passt total gut zu diesen Farben, dieses Gold, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Das Rosa, was ihr rechts oben seht, das ist übrigens nicht von dem Pudel, also das habe ich vorher irgendwo gebraucht und habe das dann einfach nicht weggewischt. Ich mische jetzt den Rest von der Goldfarbe mit ein bisschen Wasser und dann kommen ein paar Spritzer aufs Beutel. Und dann verwende ich noch den Posca-Marker in Weiß, um einfach noch ein paar Highlights zu setzen und so die
Blumenmitten damit zu gestalten. Und bei den Grässamblärme tue ich ein paar gelernene Punkte ein und mehrere. Und bei den Gelernamblärme tue ich einfach einen Mittelpunkt in Weiß. Moin. Ja, und das war's mit dem Video für Heidi Hof. Es hat euch Spaß gemacht und vielleicht habt ihr Lust gekriegt, jetzt auch ein bisschen was zu malen. Und dann wünsche ich euch nur eine schöne restliche Woche und ich hoffe, wir sehen uns am Wochenende. Pfiat euch!